Hallo, mein Name ist Luise und ich studiere Kunstgeschichte an der Universität Leipzig. Im Paulinum arbeite ich als Aufsicht, das heißt, ich beantworte Fragen zur Geschichte des Bauwerks sowie zu den Epitaphen und dem Altar und ich sorge für die Sicherheit der Kunstobjekte. Außerdem beteilige ich mich am Veranstaltungsprogramm mit Führungen zu verschiedenen Themen. Mein Lieblingsepitaph ist das Epitaph für den Theologen Hieronymus Krohmeier, der zwischen 1610 und 1670 lebte. Auch seiner Frau wird mit diesem Epitaph gedacht. Das Epitaph wurde 1683 aus Alabaster gearbeitet und befindet sich in einem bemerkenswerten Zustand. Immerhin sind nur wenige Teile, darunter eine Inschrifttafel, sowie die Köpfe einiger Skulpturen verloren gegangen. Das Epitaph ist mit einer Höhe von 5 Metern eines der größten barocken Kunstwerke der Paulinerkirche. Die Grablege Christi ist hier das zentrale Motiv. Gekrönt wird das Epitaph von Jesus als Salvator Mundi, also der Erlöser der Welt, mit der Weltkugel und einem Segensgestus. Das Besondere am Epitaph ist, dass es im Paulinum ein korrespondierendes Objekt gibt, welches direkt gegenüber zu finden ist. Es ist Hieronymus' Schwiegervater gewidmet und auch farblich gleich gestaltet. Hier sieht man die Auferstehung Jesus aus jenem Sarkophag, in welchen er zuvor bei Krohmeier gelegt wurde. Besonders schön finde ich am Epitaph Krohmeiers die theatralischen Effekte, welche beim barocken Betrachter starke Emotionen hervorrufen sollten. In diesem Theatrum Sacrum, dem heiligen Theater, stehen die ausdrucksstarken Gesichter der Figuren im Vordergrund. Der kunstvoll drapierte Vorhang über der Grablege Christi wird gleich fallen und die Szene beenden.